sun's up. Chip's probably mad as hell by now. What do you think he'll do to you? Oh, nothing. He'll yell at me a little. Chip and I, we sort of used to be a thing. It was for like 5 minutes, and it fizzled out fast. But he never really got over it. Not that he's weird about it or anything. Relationships can change pretty fast, and they're never not complicated. Sounds like you've got something on your mind. Or someone. Guys, that's the place. Krass, dass Clem den Finger verloren hat, ne? Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Oh shit. Vor allem, den, weiß ich nicht, hat sie sich den dann selber abgehackt oder wie? Ich frage mich immer noch, wo AJ jetzt ist. Guns out, yeah. If you insist. Jesus. Must have been hundreds of them. Kate's good in a crisis. She'd know how to get shelter. What's that? Oh, von wem ist diese Waffe? Von dem Jungen, oder? Ich hau den erstmal tot. Sicher ist sicher. Sonst hätte er mich bestimmt gebissen, wenn ich danach gegriffen hätte, ne? Mariana? Mariana, are you here? Den hätte sie auf jeden Fall nicht zurückgelassen. Javi! Oh my god! You're safe! I can't believe it! You told me where to hide. I just listened to what you said. Lock yourself in and don't come out, not even once it's quiet. It kept running through my head like on a loop. I don't even know wie krass, Mann! Then I heard your voice. Did they hurt you? Were you okay? I hid before they could get to me. I'm fine. Really. Kate and your brother, where are they? We got pulled apart when that huge bunch of muertos showed up. Kate yelled that they were gonna try to make it back to the van. And that's where we're headed. Let's go get your brother back, sweetie. Oh no. Warte mal, das ist der Wagen gewesen, der wurde ja... Hä? They must have seen it like this, then gone someplace else to hide. Kate. Wieso wurde der Wagen denn... They're trapped in there. Mariana, stay back. Wait. Nobody shoots. He's right. We fired the truck. We might hit them. Ach, die haben uns noch gar nicht gesehen. Ja, dann müssen wir den mal eben um, ne? Come at me, bro. Krass, dass sie alle noch hier so nah sind. Also, ich hätte gedacht, die sind jetzt schon viel weiter weg, ehrlich gesagt. Aber ja. Haben die immer noch nicht mitbekommen, dass wir kommen? Oh shit. Doch, haben sie scheinbar. Javi, you found us. Hey, hey, it's okay. I got you. You happy to see me? Na sicher. Ich kann ihn nicht einfach küssen, oder? Doch, kann ich. Sorry. Gross. Come on. I think we get a pass. I wanted to come after you. I swear I did. You don't have to snot all over my shirt about it. I thought we were dead. Like, never gonna see you again dead. We only had a couple bullets left. I thought we were done for. There's no way I would let that happen. Yeah, well, you weren't here. The herd showed up and Mariana was gone and we were waiting and waiting and then... I was just so scared. I'm here now. You don't have to be scared. Hey, you hurt yourself. Must have scraped it in the truck. Didn't even notice. Hey, at least it's not a bite. Eleanor. Think you can take a look? It's okay. I'm a doctor. I'll clean it here, then patch you up back home. See? Better already. Huh. That was easy. We should be getting back. Don't want to push our luck. Who's the kid with the gun? She have a name you want to share with us? Or are you gonna make me do my own introductions? She... saved my life. Pulled this crazy stunt.
let me get the upper hand on the asshole who took me away from you guys. Her name's Clementine. Hi there. Glad I was able to help. Well, we're very grateful to you. Really. There's a town nearby. It's safe. I like the sound of that. Die Stadt wird vor allem auch für den Jungen was sein, ne? Der hat ja damals gesagt, er will unbedingt wieder unter Menschen. Javi, do they have hot water? Even like lukewarm water would be okay. Ah, and bubble bath. Wouldn't bubble bath be amazing? I'm sure they do. I'm gonna stay in until my fingers get all primy. You look happy. I am. Search and rescue missions don't usually end so well. Alive and healthy. Sort of incredible. Guess I'm a lucky guy. Irgendwas wird gleich schief gehen, ne? Ich seh's schon kommen, ey. Tja, das ist das Auto, was Clem eigentlich haben wollte. When we get back to Prescott, you still owe me a working ride. I haven't forgotten about our deal. You couldn't have known what happened to your van, but still, I need some way out of here. I was hoping you might stay. You know, considering... Considering what? You came all the way out here with me. Yeah, for the van, not for cool. Was hat sie gefunden? Ha, ihre Kopfhörer, okay. Thanks. Von da hinten. Das sind diese Assis, oder? Ich wurde auch erwischt. Tja. Eleanor hatte wohl recht, ne? Javi, we can't leave her. Nicht! Dafür bin ich jetzt zurückgekommen, oder was? Ich muss ihnen helfen, die müssen da wegkommen. Die anderen können schießen. Immerhin haben sie ihr gleich in den Kopf geschossen, das heißt, sie wird nicht zum Beißer. Sie just. I know, Javi. And there will be time for all of that. But not right now. I need to get Kate back to Prescott so I can help her. Which means we have to go. We have a window here, Javi. We have to move before they start shooting again. I'm gonna fucking kill him. I'm gonna kill all of them. That's not gonna bring her back, Javi. So what? I'm just supposed to let him live? If you really want to help your family, you'll come with me. Wollte ich ja, ich habe das falsche gedrückt. We stay here and we finish this. Are you crazy? We have to go now. I already killed one of you. If we don't stop them, they're gonna come after your family again. Let Eleanor help them. You stay with me. What? No, Javi, you have to come with us. Javi, please. Trust me, Javi. We have to end this now. No, Javi, please come with us. Nein, wir müssen mit denen gehen. I have to stay with my family. Go, I'll hold him off. I said go. Clem da echt alleine hier, krass. Vor allem mit einer normalen Pistole, weißt du, die anderen alle mit Automatikgewehren und so. Ach, wir reiten sogar nach vorne raus, oh mein Gott. Sag nicht, sie ist doch gestorben noch. Eigentlich sollte das eine Rettungsmission werden, Leute. Schon vorbei. Krass. Oh, die Episode ist auch schon wieder sehr krass gewesen.
Ich weiß nicht, ey. Ich gehe jetzt erstmal gleich die ganzen Entscheidungen wieder durch mit euch. Ich hoffe halt, dass Kate jetzt nicht trotzdem stirbt. Wenn Kate jetzt stirbt, trotzdem wir mitgegangen sind, dann war es echt scheiße, dass wir Clem alleine gelassen haben. Aber ganz ehrlich, wir mussten eigentlich abhauen, finde ich. Wir gehen mal die Entscheidung durch, Leute. Hast du die Nacht auf dem Schrottplatz verbracht? Du und 47% der Spieler verließen den Schrottplatz und fuhren weiter. Also die Mehrzahl der Leute, 53% ungefähr, haben sich dafür entschieden, auf dem Schrottplatz zu bleiben. Ist eigentlich eine sehr knappe Entscheidung, finde ich. Also nimmt sich nicht so viel. Gehen wir mal weiter. Hast du Rufus erschossen oder ihn gehen lassen? Ja, 53% wieder. Wieder so ein 53-47 Ding ungefähr. Haben Rufus gehen lassen. Ja, wahrscheinlich wären sie trotzdem am Ende jetzt zum Schrottplatz gekommen. Gehe ich mal von aus, ne? Ich weiß es nicht. Was geschah nach der Schießerei? Oh, krass, Illich? Also, 94% der Spieler wurden ebenfalls eingesperrt. Nur 6% ungefähr wurden nicht eingesperrt. Das ist ja interessant. Wie haben die sich denn da rausgefunden? Das würde mich echt mal interessieren. Krass, also der Großteil der Leute wurde ebenfalls eingesperrt. 47,5% der Spieler gingen mit Eleanor zum Schrottplatz. Also die meisten haben doch noch drauf gewartet, dass Trap wieder am Start ist. Und sind dann erst am nächsten Morgen hingefahren. Oder hingeritten. Ich weiß nicht, also ich hätte... Nee. Überleg mal, wenn wir jetzt später gekommen wären. Das wäre mal interessant zu wissen. Weil die anderen Typen kamen ja wieder zurück. Ihr habt es ja gesehen. Haben dann das Feuer eröffnet, dies, das. Vielleicht wäre... Ah, die wären... Mariana wäre bestimmt so oder so gestorben, oder? Ich meine, sie war ja versteckt. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht wäre dann der Junge auch gestorben und Kate wäre ebenfalls angeschossen. Auf jeden Fall, ja, die Mehrheit der Leute hat tatsächlich gewartet. Also wieder knapp. Sehr knappe Entscheidungen in dieser Episode, finde ich. So, nur 17% sind mit der Familie geflohen. Ist das tatsächlich krass? Das hätte ich nicht erwartet. 83% sind mit Clem zurückgeblieben. Krass. Ich meine, gut, ich habe auch erwartet, dass Clem dann auch mitkommt, dass wir alle abhauen. Wie hättet ihr denn reagiert, Leute? Würde mich mal wieder interessieren, was für Entscheidungen ihr getroffen hättet, wenn ihr die Episode gespielt hättet. Oder vielleicht habt ihr sie ja auch gespielt. Also hier ein deutliches Bild. Die meisten haben dann lieber das Feuer erwidert. Gibt es noch irgendwas? Ich glaube nicht. Alles nochmal hier. Alles nochmal schön aufgelistet. Also drei Entscheidungen, sehr knapp eigentlich. Zwei sind doch ein bisschen deutlicher gewesen. Einmal haben wir uns gegen den Mainstream in Anführungsstrichen entschieden. Interessant. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen hier auf Weiter. Und dann kommt noch eine Vorschau vielleicht. Oder nur der Abspann, man weiß es nicht. Ah, okay, nein. Gut, Leute, dann ist die Folge jetzt leider ein bisschen kürzer geworden. Ich habe die nämlich jetzt schon während der Aufnahme diesmal geschnitten, weil ich diesmal nicht geschafft habe, die ganze Episode an einem Stück zu spielen. Ich hoffe, dass ich das in der nächsten Episode wieder besser hinkriege. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr bei Episode 1 schon mal dabei gewesen seid. Episode 2, verpflichtende Bande Teil 2, wird es dann ab morgen geben. Wir können ja schon mal lesen hier. Im Zuge eskalierender Auseinandersetzungen sucht Javier mit einer Gruppe Flüchtlinge Schutz in einer nahegelegenen Stadt. Okay. Also, da wurde nicht sonderlich viel gespoilert. Das ist eigentlich genau das, was wir jetzt auch schon mitbekommen haben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder bei The Walking Dead Season 3 Episode 2. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank schon mal bis hierhin fürs Zuschauen. Kloppt den Daumen nach oben, wenn es bis hierhin euch sehr gut gefallen hat. Und denkt dran, mir mal mitzuteilen, was ihr von den ganzen Entscheidungen haltet. Also, bis morgen. Haut rein.